Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe gerade schon mal angefangen. Ich hoffe, das Glockenschlagen der Kirche ist jetzt vorbei. Ja, jetzt ist Stille. In dieser Woche, beziehungsweise von Donnerstag bis Donnerstag, also in diesen 8 Tagen, geht es ja auf meinen Kanälen um das Thema Intuition. Am Sonntag habe ich ja bereits ein Video hochgeladen zum intuitiven Malen. Und da hatte ich ja angekündigt, dass ich für euch nochmal ein Video mache, ein extra Video, in dem ich darüber sprechen möchte, was überhaupt eigentlich Intuition ist. Und wie du dir denken kannst, ist das gar nicht so leicht zu beantworten, weil es sich ja eigentlich nicht beweisen lässt. Es ist ja nichts, was sich faktisch in der physischen Welt sozusagen erklären lässt, beobachten lässt und faktisch darstellen lässt sozusagen, sondern das ist etwas, was nur rein über die Intuition beziehungsweise über das Gespür, über das, ja, ich wollte gerade sagen, über das Gefühl, aber ich komme gleich zu dem Punkt, warum Intuition nicht das Gefühl ist, nicht die Emotion. Und zwar möchte ich erstmal in das Thema einsteigen, indem wir erst einmal schauen, wo kommt das Wort überhaupt her und was schreibt zum Beispiel Wikipedia dazu als unabhängige Plattform und als etwas, als eine Plattform, die auch vielleicht eine wissenschaftliche Sicht mit einbezieht. Und zwar kann ich hier mal vorlesen. Also Intuition kommt vom mittellateinischen intuitio, unmittelbare Anschauung, zu lateinisch intueri, genau hinsehen, anschauen. Und hier steht in Bezug auf Anschauen auch, sie ist die Einsicht, die Fähigkeit, Einsicht in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerungen. Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklung. Also das bedeutet, genau hinsehen, anschauen, bedeutet das Wort und das schließt mit ein, dass es etwas Geistiges ist, dass es mit etwas zu tun hat, worüber ich normalerweise nachdenken müsste, also etwas Verstandesmäßiges. Das bedeutet, ich habe eine Einsicht zu etwas, worüber ich eventuell normalerweise rational nachdenken müsste, aber ich weiß es, obwohl ich es eigentlich nicht weiß, sozusagen. Und ja, wir können ja mal in die Esoterik schauen, zum Beispiel in der Anthroposophie. Ich bin ja auch anthroposophische Kunsttherapeutin und das bedeutet, dass ich einiges von Rudolf Steiner gelesen habe, auch in meiner Weiterbildung und auch teilweise in meiner Ausbildung schon. Und Rudolf Steiner geht davon aus, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, der Dinge wahrnimmt oder anders aufgerollt. Rudolf Steiner sagt, wir haben diesen physischen Körper mit unseren Sinnesorganen, um unsere Außenwelt wahrzunehmen. Also wir nehmen die Außenwelt sinnlich wahr und diese Sinneseindrücke bilden Emotionen. Du gehst durch die Welt und du siehst zum Beispiel eine rote Rose und die weckt in dir eine bestimmte Emotion. Oder du nimmst einen anderen Menschen wahr über deine Sinnesorgane. Also in der Anthroposophie wird auch davon ausgegangen, dass wir noch mehr Sinne haben. Also andere Wahrnehmungen werden auch als sinnliche Wahrnehmungen eingestuft. Also nicht nur riechen, hören, schmecken, sehen, tasten, sondern zum Beispiel auch, wenn du in einen Raum kommst und du nimmst einen anderen Menschen wahr, der dort auch ist, in seinem Sein, in seinem Ich. Das ist eine sinnliche Wahrnehmung. Also nicht nur du nimmst ihn sehend wahr, physisch wahr, wie sieht er aus, was für eine Haarfarbe hat er, wie riecht er vielleicht, sondern du nimmst auch sein Ich wahr. Oder vielleicht nimmst du auch, wie eine Stimmung wahr, die im Raum herrscht. Auch das ist vielleicht so an der Schwelle, an der Grenze zwischen Intuition und einer sinnlichen Wahrnehmung. Also es gibt wie die höheren Sinne und die niederen Sinne, also die körperlichen Sinne, die direkt über den Körper wahrnehmbar sind. Und zum Beispiel das Hören ist so an der Schwelle. Hören hat auch ein bisschen etwas Geistiges, weil das Hören selber, also dass der Ton, auch die Musik, wenn du zum Beispiel mit geschlossenen Augen einer Musik lauscht, haben auch ganz, ganz viele Menschen das Gefühl, dass das wie so aus einer anderen Sphäre kommt. Genau wie auch gerade die Glockenschläge, die ich für euch abgewartet habe, bevor ich das Video angefangen habe. Die Kirche nutzt ja diese Glockenschläge genau dafür. Man sagt ja auch, jeder Glockenschlag ist der Flügelschlag eines Engels, der in den Himmel fliegt. Oder auch nach einer Beerdigung werden diese Glockenschläge
eingesetzt und du kannst symbolisch es so empfinden, dass die Toten, die gerade beerdigt wurden, mit diesen Glockenschlägen in die geistige Welt entlassen werden. Jeder Glockenschlag ist eine Seele, die Richtung Himmel fliegt sozusagen. Und ich finde, das kann man total gut nachempfinden. Also selbst wenn man nicht gläubig ist und einem das auch schwerfällt, sowas zu glauben, finde ich. Oder ich weiß nicht, wie es dann ist, weil mir fällt es nicht schwer. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und ich habe oft bei anderen Menschen die Beobachtung auch gemacht, dass wenn man mal so ganz bewusst diesen Glockenschlägen lauscht, dass man sich das total gut vorstellen kann, weil sich das einfach so anfühlt, wenn man das hört. Und das ist immer noch in den Emotionen verhaftet. Also es ist ja etwas, was hier passiert auf dieser Erde. Es ist ein Schall und wir nehmen es mit einem physischen Sinnesorgan wahr. Aber Rudolf Steiner geht davon aus, dass wir nicht nur diese physischen Sinne haben und nicht nur diesen physischen Körper. Und nicht nur Rudolf Steiner geht davon aus, sondern jede esoterische Bewegung eigentlich. Und im New Age und in der modernen Spiritualität, was jetzt so ganz viel am Kommen ist, auch wo sich ganz viele Menschen im Moment auch mit beschäftigen, wird es auch oft Higher Self genannt, das Geist selbst. Und du kannst dir vorstellen, dass dieses Geist selbst, also vielleicht dein höheres Ich, auch wie einen Körper hat, einen geistigen Körper. Und ich hoffe, dass mir jetzt nicht ganz viele Menschen entfolgen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ich auch über solche Dinge spreche. Aber ich glaube, ich habe es eigentlich auch von Anfang an ganz gut rübergebracht, dass für mich Kunst auch immer eine spirituelle Ebene hat. Und für mich ist Kunst auch immer Intuition. Also für mich kann kein Kunstwerk entstehen, wenn du nicht mit deiner Intuition verbunden bist. Und für mich ist Intuition eben auch was Spirituelles, was Esoterisches irgendwie. Und das kannst du dir eben genauso vorstellen. Also eben, dass Intuition in dem Sinne dann, wie in Anführungsstrichen die sinnlichen Eindrücke oder die Wahrnehmungen der geistigen Welt sind, die du mit deinem geistigen Körper wahrnimmst. Genauso wie du mit deinem physischen Körper die sinnliche Welt wahrnimmst und diese sinnliche Welt Emotionen in dir auslöst, so lösen die Wahrnehmungen, die du mit deinem Geistkörper in der geistigen Welt hast, Intuitionen aus. Ist das nicht total spannend, so darüber nachzudenken? Und wenn du das nächste Mal vor deinem Bild sitzt und auf diese Art und Weise darüber nachdenkst, beziehungsweise es empfindest, dann spür mal in dich rein, wie sich dadurch dann der Malprozess verändert. Weil viele Menschen stellen sich so hin als Medium und als etwas Besonderes, als etwas, was andere Menschen nicht haben oder nicht können. Und manche bezahlen sehr viel Geld dafür, ein medial gemaltes Bild zu bekommen von einer anderen Person, die dann sagt, dass sie deine Seele malt oder so. Aber Moment. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass du, wenn du auf diese Art und Weise malst, du das selber immer wieder tust, die ganze Zeit. Ohne dass du dir auf diese Art und Weise vielleicht auch immer bewusst bist und ohne dass du vielleicht Geld damit machen würdest. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch von Natur aus diese Fähigkeit hat. Es kommt halt darauf an, wie sehr deine geistigen Organe geschult sind. Und ich hatte ja gerade gesagt, ganz am Anfang, dass Intuition eher etwas Geistiges ist und geistig ist auch mit dem Denken verknüpft. Und den Geist zu schulen bedeutet ja auch, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die du deinen Kopf brauchst. Also neue Dinge zu lernen. Die Naturwissenschaften zum Beispiel. Dich mit Naturwissenschaften zu befassen, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, für die du rational nachdenken musst. Aber auch Geisteswissenschaften wie Philosophie und Psychologie zum Beispiel, sind alles Dinge, die deinen Geist schulen, also die dich geistig schulen. Und all diese Dinge öffnen dich dafür, dass dein Geist oder dein Geist selbst erweitert wird, größer wird, dein geistiger Horizont sozusagen weiter wird und du so die Chance hast, größere, stärkere und stimmigere, also Intuitionen zu haben, also stimmiger in dem Sinne, dass du seltener mit deinen Intuitionen falsch liegst. Nämlich weil du so geschärft, geschult bist dafür, dein klarer Verstand. Es hat viel mit dem Verstand zu tun. Und klar, dieses Denken, das ist auch in der physischen Welt irgendwo verankert. Du kannst zumindest im Körper, oder nicht du, aber Wissenschaftler können im Körper oder Mediziner können im Körper Gedanken sehen oder Gedankenprozesse sehen, beziehungsweise
die physischen Prozesse, die hinter einem Gedankenprozess stecken. Was passiert im Gehirn, während du einen Gedanken hast? Aber das, was im Gehirn passiert, während du einen Gedanken hast, das ist ja nicht der Gedanke. Und es ist absolut mindblowing, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was überhaupt eigentlich ein Gedanke ist. Also ich finde, es ist leichter, darüber nachzudenken, was ein Gefühl ist. Und selbst ein Gefühl besteht aus chemischen Reaktionen in deinem Körper, beziehungsweise ein Gefühl äußert sich als chemische Reaktionen in deinem Körper. Also sie passieren in dir drin. Und wenn du mal spürst, wo Gedanken passieren, kannst du auch dafür auch mal die Augen zumachen, so wie ich zwischendurch immer mal wieder, weil es mir einfach leichter fällt, mich hineinzufühlen in dieses Thema, wenn die Augen geschlossen sind. Und woran liegt das? Weil die äußeren Sinneseindrücke mich ablenken von dem, dass ich mich mit meiner Intuition verbinde. Also, dass ich allein schon über Intuition nachdenke oder dass ich darüber nachdenken möchte, was überhaupt ein Gedanke ist. Da stört die Außenwelt, da stören die Sinneseindrücke, weil sie eben nicht damit verknüpft sind, weil sie von woanders herkommt. Und das behaupte ich jetzt einfach, ich kann es auch nicht beweisen, natürlich nicht. Wer kann das beweisen? Aber vielleicht kannst du es nachspüren. Und es gibt in dem Buch Theosophie von Rudolf Steiner einen ganz schönen Satz, oder zwei ganz schöne Sätze eigentlich, die ich sehr gerne mag. Durch den Leib ist die Seele eingeschlossen im Physischen. Na, was ich gerade gesagt habe, dass wir abgeschlossen, also das habe ich nicht gesagt, genau, wir sind abgeschlossene Wesenheiten in dieser physischen Welt. Wir haben einen Körper und haben unsere eigenen Sinneseindrücke. Ich weiß nicht, ob du den blauen Himmel genauso wahrnimmst wie ich. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob du ihn genauso empfindest wie ich. Also wir sind einzelne, individuelle, voneinander abgetrennte Menschen erstmal. Also ich kann niemals du sein, auch wenn es in der Esoterik oder in der modernen Spiritualität gerade so in ist, zu sagen, dass wir alle eins sind. Irgendwie sind wir auch alle eins. Also wir sind alle miteinander, wir sind nicht alle eins, wir sind alle miteinander verbunden, aber wir sind alle individuell und verschieden. Und irgendwie aber auch gleich. Und deswegen vielleicht diese Empfindung, dass wir alle eins sind, aber eigentlich ist auch diese Trennung wichtig. Genau. Durch den Geistmenschen wachsen ihr, also ich fange nochmal von vorne an. Durch den Leib ist die Seele eingeschlossen im Physischen. Durch den Geistmenschen wachsen ihr die Flügel zur Bewegung in der geistigen Welt. Das heißt, wir sind hier geerdet, wir sind hier in der physischen Welt verbunden, wir wurzeln hier geerdet in der physischen Welt. Aber dadurch, dass wir auch einen Geistmenschen besitzen, also dadurch, dass wir auch ein Geistmensch sind, wachsen uns auch Flügel, in die geistige Welt emporzusteigen und auch von dort unsere Eindrücke mitzunehmen. Also da ist dann die Verbindung zwischen oben und unten. Und der zweite Satz, beziehungsweise Abschnitt, sind es eigentlich zwei Sätze. In der Seele blitzt das Ich auf, empfängt aus dem Geistigen den Einschlag und wird dadurch zum Träger des Geistmenschen. Dadurch nimmt der Mensch in den drei Welten, der physischen, der seelischen und der geistigen, teil. Also das Seelische, die Empfindung, also das, was ich physisch wahrnehme, daraus bildet sich seelisch die Empfindung. Und das Geistige ist eben nochmal das Höhere mit der Intuition. Er wurzelt, also der Mensch, durch physischen Körper, Ätherleib und Seelenleib in der physischen Welt, was ich eben gesagt hatte. Was ein Ätherleib ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Es geht um Lebenskräfte, Vitalkräfte und das, was unseren Körper vital aufbaut, warum der Körper überhaupt existiert und das Leben. Genau, in der physischen Welt und blüht durch das Geist selbst, den Lebensgeist und Geistmenschen in die geistige Welt hinauf. Und jetzt kommt der Satz, den ich so gerne mag. Der Stamm aber, der durch eine Seite wurzelt, nach der anderen blüht, das ist die Seele selbst. Also was ich eben meinte, die Verbindung zwischen oben und unten. Stell dir vor, wir sind verbunden physisch mit dieser Welt hier, mit der Erde. Du kannst dir auch vorstellen, ich stelle mir in der Meditation immer gerne vor, ich bin nach unten hin verbunden mit Mutter Natur, mit Mutter Erde. Und nach oben hin blühe ich auf Richtung geistige Welt. Und diese Blüte ist Empfängerin meiner Intuition.
Also kannst du dir wirklich vorstellen, wie sich hier oben was öffnet. Es gibt ja auch im Yoga das Chakrensystem, die sieben Hauptchakren zum Beispiel, unsere sieben Hauptenergiefelder. Und da ist ja oben über der Scheitelkrone das Kronenchakra. Du kannst dir auch vorstellen, dass du wie so eine Krone auf dem Kopf hast. Also auch in der Meditation, wir können das gerne mal machen. Schließ mal gerne deine Augen. Und ich fange immer mit so einer Meditation gerne an, dass ich mir vorstelle, sodass ich mir imaginiere, wie aus dem Bereich meiner Hüften, also aus dem Bereich meiner Wurzeln, auch wirklich Wurzeln wachsen. Also wie ich mich mit dem Unten verbinde, mit der Erde verbinde. Ich stelle mir vor, wie die Erde erfüllt ist von Lebenskräften, von Vitalität und von dem Geist Mutter Natur sozusagen, wie ich verbunden bin mit dem Leben, wie ich verwurzelt bin und ganz fest auf der Erde stehe. Und dann stelle ich mir vor, wie ich meine Wirbelsäule langsam hinaufatme. Du kannst dabei auch die verschiedenen Energiezentren einmal durchgehen, je nachdem. Und ich stelle mir vor, wie ich mich nach oben hin langsam öffne. Du kannst dir auch wie eine Schnur vorstellen, erstmal, um ganz locker zu lassen. Wie ein sanfter seidener Faden, der über deine Kopfspitze sich wie eine Perlenkette durch jeden einzelnen Wirbel fädelt. Bis nach unten zu deinem Steißbein. Und wie du dort verbunden bist mit der Erde. Wie du ganz sanft hochgezogen wirst über deine Scheitelkrone, über diesen Faden, dich in einer ganz aufrechten Position befindest, die es dir leichter macht, dich zu öffnen nach oben hin, und dann kannst du dir langsam vorstellen, wie sich eine Blüte öffnet über deinem Kopf oder wie sich dort diese Krone aus Licht befindet. Unten die Wurzeln aus Licht und oben die Krone aus Licht. Und du kannst dir vorstellen, wie ein weiß-goldenes Licht über diese Krone in deine Kopfspitze hineinscheint, bis in dein Herz. Und du kannst dir vorstellen, wie du über dieses Licht mit deinem Geist selbst, mit deinem Geistkörper verbunden bist, wie dein ganzer Körper gleichzeitig gerade auch aus Licht besteht. Und dieses Licht dein Geistkörper ist und wie du über diesen Geistkörper das unendliche Wissen empfangen kannst, das dein Geist selbst besitzt. Dein wahres Ich sozusagen, dein geistiges Ich. Stell dir vor, wie du in dieser geistigen Welt, bestehend aus Licht, aus Energie, alles wahrnehmen kannst, alles Nichtstoffliche wahrnehmen kannst, alles, was du jemals gelernt hast, alles, was du jemals erfahren hast, vielleicht sogar über dieses Leben hinaus. All die Weisheit. Kannst dir auch vorstellen, wie du mit anderen Geistmenschen in dieser geistigen Welt kommunizieren kannst, von ihnen lernen kannst, von ihnen Dinge erfahren kannst. Und stell dir vor, wie all dieses Wissen, all diese Intuitionen über deinen Geistkörper in deinen physischen Körper eindringen. Und sich als leise Ahnungen, als leise Einsichten im Hier und Jetzt in dir bemerkbar machen, ohne dass du rational genau beurteilen kannst, genau sagen kannst, woher das alles eigentlich kommt. Es ist ein unendliches Vertrauen, das du in dich, in die geistige Welt hast, in dein höheres Ich,
Stell dir vor, wie es als ein weiß-goldenes Licht langsam in dich hineinsickert, all das Wissen, all die Weisheit. Egal was es ist, auch wenn du es jetzt gerade noch nicht in Worte fassen kannst. Stell dir vor, du bist erfüllt von diesem Wissen. Öffne hier und jetzt langsam deine Augen, ohne diese Verbindung zu verlieren. Denn diese Verbindung kann dich immer und überall durch den ganzen Tag tragen. Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch zusammenkriege, aber es war so in der Art, der Verstand denkt, aber das Herz weiß. Und vielleicht kannst du dich jetzt in dieses Mindset hineinbegeben, dass du in dir ein Organ trägst. Vielleicht ist ja, wie das Gehirn der physische Ausdruck deiner Gedanken ist, das Herz der physische Ausdruck deiner Intuitionen, auch deiner Gefühle. Das Herz reagiert auch auf Gefühle. Aber stell mir vor, wie du auch hier deine Intuitionen empfangen kannst. Und im Vertrauen, in Verbindung, in Verbundenheit mit dir selbst und mit deinem höheren Wissen sozusagen durch dein Leben gehen kannst. Wie du dir selber vertrauen kannst, dass alles, was du tust, richtig ist. Dass jeder Weg, den du einschlägst, richtig ist. Auch wenn er sich vielleicht erstmal falsch anfühlen mag. Und ich sage das auch so gerne ja immer in den Mal-Sessions, in den Art-Soul-Clubs und in der kunsttherapeutischen Begleitung. Das ist eigentlich der wichtigste Satz, den du lernst als Kunsttherapeutin. Es gibt keinen richtig und falsch. Es gibt es einfach nicht. Und versuch mal genau so durchs Leben zu gehen. Alles, was du tust, ist ein nächster Pinselstrich auf deiner Leinwand des Lebens. Ein nächster Farbklecks. Eine nächste Figur, die entsteht vielleicht. Eine nächste Landschaft, die du malst. Und lass die Dinge einfach mal entstehen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, versuch so etwas wie Intuition nicht zu durchdenken. Versuch dich nicht zu fragen, wenn du etwas spürst. Ist es jetzt eine Intuition oder ist es eine Empfindung oder ist es mein Ego? Das höre ich auch im Moment total oft. Dieses Thema Ego versus höheres Selbst, ist Quatsch, ist es beides wichtig. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so doll überhaupt trennen kann. Es ist nicht so, dass das eine die Reinform ist, das Reinste, das, was du immer sein sollst und sein musst. Und das andere irgendwie niederschwellig. Das hätte was total kirchlich ist. Das ist was, weshalb das Mittelalter so dunkel war wahrscheinlich. Also weil zum Beispiel der physische Körper total abgelehnt wurde. Und damit auch ganz stark die Frau, die ja so eine starke Verbindung hat auch zu ihrem physischen Körper und zu allem, was... Ja, wenn du vorhin reingespürt hast in der Meditation, Mutter Natur, habe ich ja auch gesagt, das Leben, die Lebenskräfte und ich bin ja auch gerade schwanger. So, das ist alles so ganz stark körperlich und verbunden mit der Vitalkraft, die in der Erde ist und ja, einfach verwurzelt. Weniger Verstand, mehr Sein. Und das wurde ja total abgelehnt in der Kirche früher. Teilweise wahrscheinlich auch heute noch. Und es ist ja Blödsinn, das ist ja alles gleichwertig. Das macht uns ja zum Menschen, dadurch, dass wir alles sind. Wie gesagt, dadurch, dass wir nach unten hin wurzeln und nach oben hin blühen. Und es gibt es nur, weil wir eben auch nach unten hin wurzeln. Weil wir Empfindungen haben, weil wir auch voneinander getrennt sind und nicht nur miteinander verbunden sind. Das ist super, super wichtig zu verstehen. Du bist auch wichtig und Egoismus ist erstmal nichts Negatives. Solange wir anderen Menschen dadurch nicht schaden, denn wenn wir anderen Menschen schaden, dann schaden wir natürlich auch uns selber. Aber nicht unbedingt, weil ich diese Person bin, also weil wir alle eins sind, sondern weil die Seele danach strebt, Gutes zu tun, im Guten zu leben. Also versuch nicht zu bewerten, versuch es nicht in Frage zu stellen, weil das nimmt dir die Intuition. Also eine Intuition ist etwas, was dich ganz zart berührt in einem ganz kurzen Moment. Und wenn du das zerdenkst, dann ist es auch wieder weg. Also sobald du es rationalisierst, ist es eigentlich schon wieder weg. Das war jetzt mal ein etwas anderes Video. Es war auch nicht ganz leicht, ist auch kein leichtes Thema. Aber schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es dir damit geht. Vielleicht vor allen Dingen auch, wenn du dich noch nie so sehr damit beschäftigt hast. Wenn für dich Intuition immer sowas war, so ja,
ich habe ein Bauchgefühl oder vielleicht gleichgesetzt auch mit dem Instinkt, weil das ist es ja auch nicht. Also Instinkt ist ja Rückenmark. Instinkt ist das, was jedes Tier hat auf der Erde und der Mensch hat sogar den wenigsten Instinkt. Einfach dadurch, dass wir in der Lage sind, Instinkte wegzurationalisieren. Dadurch, dass unser Verstand einfach so groß ist und unser geistiges Sein so groß ist. Dadurch wurde im Laufe der Evolution einfach der Instinkt immer, immer kleiner. Instinkt ist einfach sowas wie Hunger und Durst zum Beispiel. Oder wenn ich reflexartig reagiere, wenn ich mich erschrecke. Das sind alles Instinkte. Was ich auch eine schöne Formulierung finde, ist, wenn Leute sagen, oh, das hatte ich im Urin. Vielleicht kennst du das. Das sind meistens auch Intuitionen. Wenn du irgendwie dachtest, so, oh, das, irgendwie habe ich das gespürt, irgendwie habe ich das gewusst. Aber ich weiß nicht, warum. Das merkst du im Nachhinein immer am besten. Ja, deswegen, also in Bezug auf Hunger und Durst, deswegen halte ich auch nicht allzu viel von diesem Konzept intuitivem Essen, weil es da einfach wirklich schwerfällt zu unterscheiden. Ist es jetzt wirklich eine Intuition oder ist es eine körperliche Regung? Ist es eine Empfindung? Ist es eine Erinnerung, die ich an etwas habe, die ich mit positiven Emotionen verbinde? Ist es einfach, dass ich Lust habe, diese Sache zu essen, weil ich sie gerade gesehen habe, mit meinen sinnlichen, mit meinen physischen Sinnesorganen wahrgenommen habe, die eine Empfindung in mir ausgelöst haben und ich es deshalb will? So, ne? Das ist ja keine Intuition. Hast du jetzt, also das kannst du jetzt hoffentlich nachvollziehen mit diesen Argumenten. Mit dem, was ich da vorhin vorgelesen und erzählt habe. Und ja, genau. Schreib mir in die Kommentare, wie es dir mit dem Thema geht. Auch gerade, wenn du dich selten mit diesem Thema beschäftigt hast oder auch noch nie. Aber auch, wenn du dich ganz viel mit diesem Thema beschäftigst und du Ergänzungen hast. Oder auch, wenn du dich einfach inspiriert gefühlt hast und das gerne äußern möchtest, freue ich mich sehr, mich mit dir zu verbinden. Als zwei Individuen. Ja. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal zu sehen. Lass mir gerne ein Abo da, aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du magst und folg mir auch gerne auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video, dann wieder mit Normalübung. Mach's gut und bis bald. Ciao.